Ich bedanke mich für diese Frage. Ich hätte das sonst selbst noch angesprochen. Wir sind ja nicht gescheitert vor dem Verfassungsgericht, sondern es ist lediglich ein Eilantrag der Partei nicht zugelassen worden im Moment. Verfassungsrechtler und Parteienrechtler, unter anderem der ehemalige Verfassungsrichter Hans-Hugo Klein, signalisieren uns jedoch, dass wir vollkommen im Recht sind, das nur nicht vor der Bundestagswahl durchsetzen können. Wir werden aber natürlich nach der Wahl klagen und wir werden versuchen, diese Wahl wiederholen zu lassen. Ich möchte deshalb die Zuschauer draußen an den Geräten auch auffordern, sich nicht zu verausgaben am 27. September. Sie werden die Möglichkeit bekommen, diese Wahl zu wiederholen.